Hallo, Instagram, hallo. Sind wir da? Sind wir drauf? Hat die auch schwache Verbindung? Alter, in diesem Herford gibt's kein Internet, glaube ich. Hallo, Instagram. Wer ist alles da, Freunde der Sonne? Ich wollte mich mal zwischenmelden, weil ich heute und gestern so viele Stories gepostet, repostet etc. habe, dass ich mir dachte, Alter, gehst lieber mal live. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Weisheit mit Knossi, schön, dass du da bist. Nina, grüß dich. Ich bin immer noch in Herford. Das war wirklich eine krasse Party. Ganz ehrlich, Einzelchat, wer hat wirklich sich alle Stories angeguckt? Ey, ich weiß, ich poste zu viel, oder? Leute, ich poste viele Stories, aber ich habe manchmal das Bedürfnis auch, das alles mitzuteilen, ne? So Momentaufnahmen. Ich habe da Bock drauf, Freunde. Ist der ein oder andere hier, der kurz mit mir plaudern möchte? Hallo Kitty in the building, grüß dich. Freue mich sehr, dass du da bist. Der ein oder andere, der ja, reinkommen möchte und mit mir plaudern möchte. Vielleicht jemand, der gestern auf der Party war. Vielleicht jemand, der es geschaut hat im Stream, insofern man es schauen konnte. Wir hatten teilweise echt mega Probleme, ne? Hey, kein Ton, Ton am Arsch, dann kein Internet. Die Party-Streams, es ist wirklich schwer, da eine konstante Stabilität reinzubringen, ne? Ihr versteht das wahrscheinlich, es ist einfach nicht möglich. Aber ein bisschen noch über den gestrigen Abend plaudern. Ich kam da um 0 Uhr an, es war direkt, jetzt versuchen mich Leute hier anzurufen, nicht anrufen, Freunde. Es war direkt Türstopp um 0 Uhr, das heißt 2000 Leute waren drin und der Club hat gesagt, mehr lassen wir nicht rein. Ist sowas, das hätte ich auch im Leben nicht gedacht. Priester lebt, ist er da oder was? Bitte, komm mein König. Ja, stellt gerne eine Anfrage. 10 Minuten habe ich Zeit, da muss ich mich fertig machen. Dann geht's auf ein kleines Geschäftsessen. Und dann bin ich heute Abend, ich sag lieber nicht, wo ich heute Abend bin, ne? Ich bin noch eine Nacht hier, aber ich werde das nicht verraten, wo ich heute Abend bin. Eins in den Chat, Nino Kreh, Junge. Wer war gestern mit dabei? Drei in den Chat, dass ich die Unterschiede sehen kann. Grüß mal Victor, jawohl, der Victor ist gegrüßt. Moin Knossi Tavor, Grüße an den Flughafen in Hamburg, Freund. Knossi du Alki, ey, ich sag euch, ich habe nicht viel getrunken. Also wenn ihr meint, ich habe da viel getrunken, ich war in keinem Moment irgendwie betrunken oder besoffen oder irgendwas, gar nichts. Ne? Das kann ich euch sagen. Zum einen, selbst wenn ich was trinke auf solchen Partys, spüre ich das nicht, weil ich so unter Adrenalin bin. Ne? Ey Leute, und ich will euch mal was sagen, ehrlich, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich hätte das nie gedacht, dass man mal irgendwo hinkommt. So, ich hab's ja in meinen Stories auch gesagt, man geht auf die Bühne und ey, das wird man nur verstehen, wenn das einer von euch schon mal so erlebt hat, ne? Ey, deswegen habe ich gestern auch, lustigerweise, das sieht man, glaube ich, nirgends. Ich weiß nicht, ob das on stream war. Ich habe ja die Streams, die machen ja, ich habe Gia, die moderiert die Streams und ich kümmere mich nur um die Auftritte. Da sind wir wieder da. Ich habe ja keine Möglichkeit, mich in den Streams, bei den Partys um die Streams zu kümmern, ne? Kann man 24 Stunden lang. Ich hole jetzt gleich jemanden rein. Ich hoffe, dass das Wi-Fi hier standhält in dem Hotel. Ich hoffe es sehr. Sony ist noch immer betrunken. Die Dose Viagra. War es eine geile Fete gestern Abend? Ich glaube ja. Für meine VIPs, ey Leute, ich glaube, ihr hattet auch mega, mega Spaß. Algenflaschen sind... Pass auf, oh Bruder, nicht, dass ich hier meine Genitalien zeige, Moment. So, pass auf, ich habe noch Algeflaschen, sind noch, ich habe noch welche da, warte mal. So, hier ist erstmal, was haben wir hier noch? Einfach, ja, ich habe noch 3 Flaschen Alge da. Ich habe noch 3 Flaschen Alge, ey, Alge ist fast ausverkauft, ne. Wir sind jetzt am überlegen, ob wir das nachbestellen, ne. Das war natürlich der Hammer, der VIP-Bereich hat's enjoyed. Alle, die es probiert haben, hat's ist mega ausgeraten, mega durchgedreht. Ich habe noch Autogrammkarten, habe ich auch noch da. Soll ich heute Abend eine Flasche noch mal köpfen oder was? Okay, das hat so gut ankommen. Leute, die denken, es schmeckt wie Waldmeister. Nee, Bruder. Alle sehen die Farbe und denken, es ist Waldmeister und denken, sie sind die Überschlauen. Ja, mein Handy nicht mehr, ich bewege mein Handy nicht mehr. Hol mir jemanden rein, seid ihr bereit oder was? Habt ihr Bock? Und wie gesagt, es tut mir nochmal leid für den Livestream gestern Abend, da kann ich auch leider nichts machen, ne? wenn das Internet, da bin ich nicht, dass da wirklich Leute böse Nachrichten schreiben, das werde ich wahrscheinlich in meinem Leben auch nicht verstehen, wieso man da Leuten einen Vorwurf macht, ne? Also so, dann holen wir mal wen haben wir denn hier, den jungen Mann. Komm mal, ich habe wenig Zeit, ich muss mich gleich duschen, ne? Ich hoffe, das klappt jetzt hier alles mit der Verbindung. Wie sehe ich aus, Chat, geht's? Es geht, ne? Ey, nochmal auch vielen lieben Dank an alle Promis, die da gewesen sind, ne? Mani, Mark, Mois, alle. Oh, guten Abend. Hey, hier ist Knossi, Junge. Knossi! Wie geht's dir? Was, ey, ich war gestern auch im Club, leider nicht bei dir. Aber ich war. Warum nicht? Fertig. Ey, ich bin ein bisschen zu weit weg. Ich komme aber aus Mühlacker, kennst du das? Pforzheim. Warst du gestern in Herford? Nee, du warst nicht bei uns, ne? Nee, in Pforzheim.
Ja, lief Alge dort? Ich glaube nicht, leider nicht, Drecksladen. leider nicht. Ja, geh da nicht mehr hin. Geh da bitte Heißt, nicht ich mehr hin. gehe da nicht hin. Ich sitze Wie ja im heißt der Laden? Rollstuhl. Was? Wie heißt der Laden? Flash, das ist komplett Katastrophe. Du wirst lachen, da war ich schon. Echt? Ja, privat mal, vor 10 Jahren im Flash in Pforzheim war ich schon. Nein. Du sitzt im Rollstuhl oder was? Ja, genau. Ich bin da ein paar Runden im Kreis gedreht. Nein, machst du dann diesen oder was? Gehst du an Ja, Tanzfläche? ich fahre dann alle Leute an, immer aus Versehen fahre ich die an, dann drehen die sich um. Ey, stressen mich erst an und Ja, dann, oh, sorry, sorry. direkt einen die Schnauze und Felgen putzen lassen. Zack, komplett. Wird nicht diskutiert, ganz einfach. Nee. Junge, bist du querschnittsgelähmt oder? Ja, ich habe einen Motorradunfall gehabt Oh vor nein. 6 Jahren. Da hat mir ein Auto Nein. die Vorfahrt genommen. Oh Mann, wie ist das dann, wenn sowas passiert? Hat sich der Fahrer schwere Vorwürfe gemacht? Das Ding ist, ich habe den gekannt, mein Bruder, sein bester Kumpel, sein Vater war das. Der war aber schon ein bisschen so dement, also so mit 60, der hat eigentlich nicht mehr Auto fahren dürfen. Und ja, keine Ahnung, das Krasse ist, der hat hier eine Straße weiter unten gewohnt. Mein Vater ist Optiker, also Augenoptiker, und der war bei denen im Jahr vor meinem Unfall und hat zu ihm gemeint, er sollte seinen Führerschein weglegen, weil er nicht mehr gut sieht. Ach du grüne Neune, ey. Aber der ist jetzt schon gestorben, weil der krank war. Ja. Bist du dem arg böse? Nee, gar nicht. Ich weiß nicht. Ich finde, ich habe eigentlich genug Kraft, so durchzuziehen. Ich weiß Ja. gar nicht. Also ich sehe, ich war hier lange im Krankenhaus und so, es gibt Schlimmeres. Du musst leben, feiern, scheißegal. Ey, das finde ich gut, dass du so drauf bist. Ehrlich, das erinnert mich an mich, Alter. Das ist schön. Ey, hast du auch sowas gehabt? Oder einfach Nee, nicht? aber ich habe doch immer mit Hautkrebs zu kämpfen. Ne? Ja, ah, stimmt, hatte ich So, erzählt. jeder hat immer, Alter, jeder hat sein Los, Junge. Und wir ziehen durch. Ist Weißt du, genieß so, den Moment, du weißt das. scheißegal was. Ist so. Woher Immer mit kennst du dem. mich? Wie lange kennst du mich? Oh, wie lange? Ungefähr ein Jahr oder so. Ich habe erst Monte geguckt, ab und zu mal. Und dann bin ich irgendwann auf dich gestoßen durch Mois und so, alle. Und Der war seitdem. gestern auch auf der Party, ne? Mois Ja, war auch. ich hab's gesehen, Ey, du gell? wirst lachen, aber das habe ich gar nicht gewusst. Das war Mois erster Live-Auftritt ever. Ja, Bei doch, mir? nein, einer davor bei Manuelsen sein Konzert. Ja, oh, ja, okay, Ja, aber ich okay. meine keine Aber so so, große Live-Erfahrung, aber dafür ja, haben die krass. Bühne gerockt. Ich weiß nicht, Chat, eins im Chat, die Internetqualität war sehr schlecht, der Livestream lief ganz miserabel Ja. schlecht, aber da konnten wir nichts dafür. Hat man Mois Auftritt gesehen? Ich habe ja nichts gesehen. Habt ihr das gesehen im Livestream? Ich habe den Livestream leider nicht gesehen, aber Instagram halt. Ja, Instagram, ja, immer. Ja, ging. Eins. Ja, sehr gut, sehr gut. Also wir werden dann aus den Aufnahmen, die wir gemacht haben. ICDZ. Ey, ich habe überlegt, sollen wir vielleicht, ich weiß es nicht, weil Livestream ist immer instabil in Diskotheken, Ich aber habe. ich will Ja. die Experience bieten, weißt du, für Leute, die nicht kommen können. Und Ja, wir natürlich. schneiden dann raus ja immer noch mal ein schönes Video dann. Ne? Chia Ich hat habe das Beste letztens draus gemacht. gesehen bei Alge, also bin ich auf die Seite, wo man es bestellen kann. Ja? Habe ich mir gedacht, Alter, eigentlich sollte ich bei dem Gewinnspiel mitmachen, durchdrehen. Ich sage, eigentlich müsste den noch Alter, du musst, kontaktieren wenn können. du, wenn, ja, ich weiß gar nicht, ob noch läuft, ne? Ich glaube ja, ne? Ja, bis Ende März, oder? 20. oder nicht? Genau. Wenn du Alge bestellt hast, die Flasche da hast, ein Video machen, im Feed posten, weißt du, auf dem Ey, Steak, steht alles auf der Seite. Und mit bisschen Glück, ich hab Hunger. Hausparty bei dir. Ah Hausparty bei dir, ja. ich komme, bleib mit Sack und Pack, bring einen DJ mit, alles. Ey, ich hab hier Tonstudio drin. Wir können einen neuen Song aufnehmen. Machst du Musik? Hallo? 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 Ah ja. Jetzt Jetzt bist du bei geht's mir. wieder. Machst du Musik oder was? Ja, ein bisschen mit Kumpels und so. Durch 187 kam ich dann irgendwann zum Rap. Mit denen bin ich immer auf Konzerten und Rap da mal war einen ich. raus jetzt. Rap jetzt mal einen raus. Ey, ich kann jetzt halt definitiv nicht rappen. Ey, krass. Eins im Chat, wenn er einen rausrappen soll hier. Ey, ohne Witz, ich kann das jetzt nicht. Du rappst jetzt einen raus. Nein, Knossi, ohne Spaß. Du rappst jetzt einen raus. Nein. Wenn du kommst, rapp ich dir, da gebe ich die Hand auf. Eins in den Chat. Eins in den Wir Chat. bleiben drin. Alter, das war, ey, kannst du dir das vorstellen, wie das ist für mich, auf so einer Bühne zu sein? Das kannst du nicht, ich glaube, Ey, das ist nicht normal. das denkst mir, ist heftig. Wo ich Und, das ja. erste Mal mit 187 auf der Bühne war und da irgendwie 2.000, 3.000 Leute vor dir stehen, Oh, das ist krasses Alter, Gefühl. das war, ey, ohne, und dann hast du Manni Ja. Mark von den Ärzten, so, der für dich ein Jugendheld ist, weil, hey, Ja. was geht ab, Disco Pogo? Das war die Musik, die ich auch gefeiert habe. Und dann ist der dein Backup einfach und ist mit auf der Bühne und, Alter, ich werde das nie, komm, ich werde mich an das nie gewöhnen können. Ich weiß nicht, wie lange das bei mir geht, aber
Alter, wenn mir dann Leute sowas sagen, sagt das schmerzt mir, wenn mir Leute sagen, oh, du bist aber abgehoben, oder so, dabei mache ich gar nichts. Ne? Nee, gell, es ist so. Das ist immer so. Nur weil du ein bisschen Anziehen hast, oder so, sind die neidisch und so. Ja. Bruder, ich will jetzt noch einen reinholen. Ich habe noch 20 Minuten Business essen. Ich muss noch einen reinholen. Ich danke dir. Kannst du mich ja mal abchecken und so in Instagram und so. Wie bitte? Kannst mich ja mal in Instagram abchecken, vielleicht starten mal irgendwas oder so. Ab in nach Rastatt. Ah, stimmt, ich war immer in Rastatt feiern. Im Freiraum. Ja, klar. Einmal mich und dann kommst du. Ja, stimmt, da war ich letztens privat. Bin durchgesehen. Naja, also. Wir hören. Ich danke dir, gell? Eins in den Chat für den jungen Mann nochmal. Ey, bleib wie du bist, mein Lieber, ne? Ciao. Alter, der war wirklich korrekter Junge, gell? Überleg mal, so ein Schicksal. Sitzt im Rollstuhl und hey, Leute, und manche Leute regen sich wegen so Kleinigkeiten auf. Guckt euch mal diesen jungen Mann an. Nehmt euch mal ein Beispiel daran, wenn ihr euch zu Hause irgendwie mit jemandem streitet, überlegt mal wirklich die Sachen, die wirklich wichtig sind. Das sollte einem jedem klar sein, dass es uns gut geht, jedenfalls wahrscheinlich dem Großteil von euch da draußen, und nicht immer nur Dreck irgendwas im Internet verzapfen oder irgendwie auf Leuten rumhacken. Guckt euch das mal an und schätzt euer Leben, so wie es derzeit ist. Denn wenn euch auf einmal was zustößt, dann sind die Probleme wirklich da. Knossi gut gepennt, natürlich. Ich habe jetzt auch nicht betrunken oder sowas, ne? Auf gar keinen Fall. So, gucken wir nochmal, wer hier rein möchte. Einen mache ich noch, dann muss ich echt los. Pass mal auf. Wen haben wir hier? Hallo. Ich weiß ja auch nicht. Ich nehme einfach mal hier, ach Bruder, aber das ist ja, ich fühle mich wie Pedro Lombardi. So viele Anfragen wie das sind, das ist ja Wahnsinn. Pass mal auf, Teilnahme nicht möglich. Kim, ich wollte dich reinnehmen, aber Teilnahme nicht möglich. Dann holen wir mal hier den hier rein. Keine Ahnung. Ein Max Ober 17. Oh, bin ich mal gespannt hier. Bin ich mal gespannt, wer das abgelehnt. Keine Eier. Wir nehmen den nächsten. No Balls. Kein Problem. Wir nehmen den nächsten rein. Wen haben wir noch hier? Nehmen wir einfach mal hier. Da, zack. Pia heißt sie. Ich hoffe, sie geht ran. Einen mache ich noch. Da muss ich mich beeilen. Muss mich duschen, waschen. Warst du gestern auf der Party? Nee, ne? Nein, ich komme aus Karlsruhe, ich bin zu weit. Wo kommst du her? Karlsruhe. Oh, ich habe verstanden, Flensburg, Gott sei Dank. Ey, ich wurde gestern geblitzt. Und dann sagen mir die Leute in Deutschland, am kanntesten Blitzer. Leute, was passiert mir mit 40 zu schnell Autobahn? Oh, und ich bin hör zu, ich bin ja kein Rasertyp, sondern das konnte man gar nicht. Das war einfach nicht einzusehen, dass da, ich dachte, da ist immer noch durchgezogene Linie. Die Autobahn hat sich in keinem Stück verändert. Und ich dachte immer noch unbegrenzt. Und Alter, bitte nicht Führerschein weg, Kim. Oh je. War der Kim der Name, ne? Nein. Pia. Du bist dünn wie ein Dia. Pia. Wie ein Abfahrtschier. Pia und Jochen. Haut und Knochen. Jochen und Pia, zwei Scheiben Esspapier. Wir zwei, wir gehen durch dünn und dünn. Wo Liebe draufsteht, ist auch Liebe drin. Und zum Beweis, dass ich immer an dich denke, zieh den Ehering übers Handgelenk. Siehst du, singst mir sowas nie vor. Ja, guck mal, Pia, und ich sing direkt für dich. Ey, grüß dich, mein Lieber. Ja, was wollt ihr wissen? Mach schnell, frag mich. Machen wir mal Fragen. Mal kommt schon kalt, schon alles her. Agosti, du, da war ich schon lange nicht mehr. Das war meine jungen Zeiten. Aber ey, vielleicht komme ich auch mal. Agostier ist jetzt keine Party geplant, aber es könnte immer sein, dass ich mal so hinkomme, ne? Gerne. Heute treffe ich, by the way, noch einen Karlsruher Freund von uns. Echt? Ja, ja, Lombi, Junge. Der allerechte Macarena. Pedro Lombardi kenne ich ins Video. Wie bitte? Der hängt. Es hängt. Nochmal? Nochmal? Pedro Lombardi kennst du früher noch im Verein. Echt? Fußballverein. Mhm. Karlsruher Fußballverein. KLV. Ah ja. Und Pedro war immer Ersatzbank, he? Sag ehrlich. Nö, nee, Torwart. Von Sturm zum Torwart. War er Torwart? Mhm. Pedro war Torwart. Das hätte ich ja nicht gedacht. Ich dachte immer so, weißt du, Pedro Lombardi muss Stürmer sein. Pedro Lombardi war Stürmer, er war ein Torwart. Und dann hat der Trainer gesagt, geh mal lieber ins Tor. Stell dich ins Tor. Ja. Italiener zu Italiener. Geil, ey. Ja, ey, Leute, dann danke ich euch, dass ihr hier wart. Ich muss jetzt Schluss machen, ey. Ich kein muss Problem. Fertig machen, ne? Ey, danke schön, gell? Und schöne Grüße nach Karlsruhe. Wir sehen uns noch bald mal, ne? Ja, es hängt. Tschüss, meine Lieben. Ciao.
denken, es klingelt bei mir, wenn ich eine Nummer nicht eingespeichert habe, klingelt mein Handy nicht, sondern es kommt nur danach eine Meldung, verpasster Anruf. Ich rufe da nicht zurück. Versteht ihr? Es bringt also nichts. Mein Handy klingelt nicht. Verstehst du, was ich meine? Pimmelparty, ja, jetzt live. Pietro war Sitzbankwärmer. Nee. Alge, Leute, ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß. Habe ich zu viele Storys in letzter Zeit, letzten Tag gemacht? Sag ehrlich. Ich glaube, so 50 Storys, das muss doch normal sein. Ihr wollt zu viele Storys eins, sagt ihr, oder sagt ihr zwei, wir wollen noch mehr an deinem Leben teilhaben? Dann die zwei jetzt in den Chat. Würde mich mal interessieren. Eins und zwei, Babys. Wie war es in Bremen? In Bremen war ich nicht. In Bremen war ich gerade aktuell nicht. Heute kein Livestream auf Twitch. Nee, ich bin ja noch unterwegs. Wie soll ich das machen? Mach noch mehr, Baby. Mehr Liebe. Ey, Leute, zu wenig, hör auf. Eine Eins habe ich gesehen. Hakan, eine Zwei, jawohl. Ja, Jungs, ey, ich muss Schluss machen. Ladies, ich muss Schluss machen. Wir hören uns. Ich werde euch heute Abend noch auf dem Laufenden halten, wo ich so bin und was so abgeht, ja. Ich will hier nicht zu viel auspacken, sonst finden mich die Leute. Also, es haben mich schon einige nur durch Instagram-Stories gefunden. Hier am Hotel, weil ich unten Insta-Story mache. Total krank, ne? Kommst du mal nach Linz? Wer weiß, vielleicht komme ich mal nach Linz. Geplant ist, aktuell haben wir Österreich nichts drauf. Leute, ich danke euch und wir hören uns, ja? Wir hören uns. Priester, liebe. Tschüss, meine Engels. Macht's gut. Ciao.